Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute muss ich euch was richtig krasses erzählen, was mir passiert ist. Und zwar habt ihr vielleicht mein letztes Video gesehen, das Video, wo drin ich über die Purpose Tour erzähle und wo ich noch zeige, was ich mir Geld zum Geburtstag geschenkt habe. Und um dieses Video geht's heute. Und zwar habt ihr es vielleicht schon über Snapchat erfahren. Also falls ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, jetzt wird's Zeit, abonnieren. Und immer fleißig die Story angucken. Ich mache tägliche Stories und die sind immer richtig behindert und lustig. Und die Leute von Snapchat haben das schon erfahren, weil ich das dort halt schon gesagt habe und ich mich auf Snapchat halt richtig heftig aufgeregt habe. Ich erzähle euch immer jetzt, was genau passiert ist. Und zwar habe ich von YouTube einen Strike bekommen. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Strike ist, wenn ein Kanal 3 Strikes, also 3 Vorschriften von YouTube irgendwie nicht beachtet und einfach gegen die Vorschriften halt verstößt, bekommt man 1 Strike. Und beim 3. Strike wird der YouTube-Kanal einfach gelöscht. Der existiert dann einfach nicht mehr. Man kann nichts dagegen tun, wenn man den 3. Strike bekommt, dann ist der Kanal einfach weg. Und ich habe einfach meinen 1. Strike bekommen. Und ich habe mich so krank dafür geärgert, Mann. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal, warum genau. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mein letztes Video, worum dieses hier eigentlich so drauf basiert, euch anzugucken, damit ihr halt ein bisschen mehr versteht und alles. Auf jeden Fall habe ich in diesem Video Miguel was zum Geburtstag geschenkt. Und zwar habe ich Miguel Titten geschenkt. Und das sind so solche Gummititten, so 2 Stück von denen. Einfach so welche Gummititten, wo du so draufdrücken kannst und da ist halt so Wasser und Luft drin, das ist wie so Stressbälle. Und ich habe ihm dazu noch so eine Tasse, also eine Tittentasse geschenkt, einfach so als Gag, so zum Geburtstag. Einfach so was Behindertes, was wir so immer machen, ne? Und wir haben natürlich mit diesen Gegenständen richtig heftig rumgealbert und Miguel hat sich diese 2 Titten unter das T-Shirt so getan und hat sie halt hier so gehabt, ne, hier so. Ich habe dann die Kamera, also die kleine Leria, halt das auf seine Titten so gemacht, damit man nur diese Titten so im Bild sieht, ne. Und dann haben wir so halt so die Titten so geknetet und ich habe so dazu gestöhnt, ne. Und dann ging so die Kamera so weg, dass man wieder unsere Gesichter sieht und dann gucken wir nur so behindert und lachen einfach, ne. Ich sag einfach so, Digga, stell vor, YouTube gibt mir dafür einen Strike, Mann, und wir machen uns drüber lustig, ne. Ich blende euch mal ein. So, oh, ich so, darf ich auch? Ja, dann wird so gesperrt, stell vor. Und genau das ist einfach passiert, Digga. Digga, was, Mann? Das kannst du nicht machen, YouTube. Jetzt habe ich einen Strike, Digga. Ist der Kamerafokus auf mir? Oh. So. Ich habe einfach für so einen Scheiß einen Strike bekommen. Also ich habe das Video dann erst einfach hochgeladen, ne? Ich hatte gerade Mittagspause in der Schule, guck so, ja, Mann, das Video ist gerade online gekommen. Auf einmal kriege ich so eine E-Mail, wo drin steht, das Video wurde wegen unangemessenen Inhalts entfernt. Das ist doch nichts Schlimmes, also man sieht so richtig deutlich, dass es so Spielzeugtitten sind, also keine echten Brüste, ne? Und dass wir das so sind, wir zoomen direkt so raus und lachen so. Ich verstehe nicht, warum zum Beispiel Katja Krasavice, wie kann sie solche YouTube-Videos machen und dafür keine Strikes bekommen. Das ist pornografischer Inhalt. Warum sind ich und Miguel pornografischer Inhalt, Digga? Miguel, Bro, wir sind ab jetzt Pornostars, Mann. Und wenn ich jetzt mit meinem Kanal gegen noch irgendwas verstoße, ne, dann kann ich schon mal mit YouTube niemals wieder Geld verdienen. Also egal, ob ich irgendwann 1 Million Abos habe oder sonst irgendwas. Aber um das Geld geht's mir ja nicht. Aber trotzdem, stell vor, du hättest 1 Million Abos und normalerweise würdest du die und die Beträge bekommen, aber du bekommst sie einfach nicht, weil du so eine Scheiße, wegen so einer Scheiße einfach. Ein 3. Strike halt, wenn ich also nochmal gegen irgendwas verstoße, Digga, dann wird mein Kanal einfach gelöscht, Mann. Dann ist so viel Arbeit umsonst gewesen, deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall noch mehr aufpassen. Und ich habe diesen Teil dann einfach rausgecuttet, weil ich unbedingt wollte, dass dieses Video trotzdem noch online kommt, weil ich habe richtig viel Arbeit in das Video investiert, ne. Das sollte halt nicht umsonst gewesen sein. Dann habe ich das rausgecuttet und auf einmal geht sowas klar, ne. Also nur wegen so einem scheiß Gag, den wir gemacht haben, habe ich einen Strike, Mann. Ich habe einen Strike, Digga. Richtig belastend. Ich würde da mal sagen, das war's mit diesem Video hier. YouTube, überdenk dir das einfach nochmal, ne? Also wenn du das hier siehst, was du eh nicht sehen wirst, doch, vielleicht schon, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da läuft hinter den Kulissen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.